Hallo, ich mache heute eine leckere Soße. Eine Chili-Orangen-Senf-Soße. Hier habe ich eine echte Chili, die wir für die Soße verwenden. Olivenöl. Sehr schwitzende Zwiebeln an. Dann kommt die Chili rein. Die Innenkernen brauchen wir nicht. Zwiebeln riechen immer so gut, wenn sie angebraten werden. Ist das Rezept eigentlich schon fertig? So. Dann machen wir, ein Stück Butter rein. Die Grundbasis. Okay, das ist sogar, warten wir noch. Traubensaft? Nein, Orangensaft. Man kann auch mit Traubensaft eine schöne Soße machen. Man kann mit jedem Saft eine Soße machen. Zu verschiedenen Zutaten, also Möglichkeiten. Hier würde ich jetzt nicht Ei mit Traubensaft würde ich nicht machen, aber eben eine Eisenfsoße mit Orangensaft. Zucker, brauner
kann auch ein anderer Zucker sein. Weißer. Ein großer Teelöffel. 5. Habe ich 3 Eier, nimm mal 2. Warte. Ein Teller brauche ich. Anrichten muss ich noch lernen. Aber ich bin ja hier zu Hause. Macht das nichts. So sieht 3 Eier, 2 Eier. Kartoffelbrei. Muss ich hier aufpassen. Kartoffelbrei in die Mitte. Was soll ich machen? Hätte man reduzieren. Salz, Pfeffer. Ich habe hier ein Loch reingemacht, also zugelassen und ein Loch reingemacht. Sahne. Man kann auf der Grundbasis Orangensaft, Butter, Zwiebeln, Chili auch eine Currysoße machen. Kann man Ananassaft nehmen, man muss keinen Orangensaft nehmen. Also man kann mit selbst eine Grundbasis schaffen für eine Soße. Mir heute eingefallen in der Arbeit. Bisschen Sahne. Schnittlauch. Das sieht so gut aus. Noch einmal kurz hochfahren.
Das ist das Gute bei diesen Platten, elektrischen. Der Handfeld. Da geht das alles viel schneller. Also das heißt, dass es heißer wird, dass es wieder kalt, kälter wird. Ich habe es wieder 2 Stufen runter. Kein Mehl reinmachen. Und auch keine Stärke. Sondern einfach kurz ein bisschen reduzieren. Dann ist die Konsistenz wie eine Soße. Also eben ja, und schmeckt auch so. Schalte ich aus. Super. Ziel erreicht. Ein bisschen daneben. Habe ich hier eine Senfsoße. Hier mein Teller. Die Menge hier ist für 2 Personen. Also die Soße meine ich, der Teller nicht. Kartoffelbrei mit Ei und Soße. Ist ja auch Chili drin. Ach, schmeckt richtig gut, richtig lecker. Ich habe die Soße noch nie gemacht, aber die ist mir heute eingefallen in der Arbeit. Ich weiß, da soll man arbeiten, habe ich auch. Aber die Soße ist echt gut. Und grundsätzlich kann man aus Säften richtig gute Soße machen.